Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal wieder sehr früh aufgestanden und runter in die Pfalz gefahren und habe mich mit dem Guido getroffen und wir sind hier sehr, sehr schön in den Rheinauen jetzt. Und ihr seht es ja hinter mir, wir haben hier schön dampfende Seen, quasi Altrheinarme. Und die Sonne dürfte dann nachher irgendwo da hinten aufgehen. Ich schätze mal, das ist jetzt richtig überbelichtet, weil die Kamera hoffentlich auf mich belichtet hat. Aber wenn dann nachher, wie gesagt, die Sonne da hinten aufgeht und durch die Bäume durchscheint, schön auf das dampfende Wasser drauf, sollte das, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool sein. Wir suchen jetzt hier immer noch ein bisschen nach dem richtigen Motiv. Hier liegen auch überall so ein paar Boote im Wasser. Also das könnte sehr, sehr cool sein auf jeden Fall. Und gerade auch in dem Gebiet hier um diesen See herum sind auch ein paar Wiesen mit so einzelnen freistehenden Bäumen. Und wenn dann nachher die Sonne aufgegangen ist, kann man da auf jeden Fall, glaube ich, auch noch was machen. Also ich denke mal, das könnte ein sehr, sehr cooler Morgen sein. An der Stelle übrigens, falls ihr das Video von letzter Woche noch nicht gesehen habt, weil das hat irgendwie aus Gründen nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen auf YouTube, was ich schade finde, weil da habe ich auf jeden Fall eines meiner bisher absoluten Lieblingsbilder dieses Jahr gemacht. Schaut euch das gerne nochmal an, da war ich in der Karlstalschlucht unterwegs. Ich blende euch mal das Bild ein von da. So als kleines Appetithäppchen und ich verlinke es, glaube ich, da oben ist es oder da. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein, würde mich freuen. Und euch dann jetzt viel Spaß mit dem aktuellen Video und drückt mir mal die Daumen, dass wir was Gutes kriegen. Die Sonne ist jetzt gerade dabei, über die Bäume drüber zu kommen, ja, so um die 8 Uhr rum. Und ich warte jetzt eigentlich nur drauf, dass sie dann, wie gesagt, hoch genug kommt, dass die Sonnenstrahlen in den Vordergrund auf den See fallen und auf diesen Nebel, auf die Nebelschwaden, die halt quasi über den See drüber gehen. Motivtechnisch kann ich euch jetzt einmal zeigen, habe ich die ganze Zeit weitwinklig fotografiert. Und zwar haben wir hier so ein Boot ziemlich perfekt im Vordergrund liegen. Das war wirklich, wirklich cool. Es hat sich jetzt leider ein bisschen gedreht, aber es hat die ganze Zeit perfekt in unsere Richtung eigentlich gezeigt. Kann ich euch mal auf der Kamera-Rückseite zeigen. Moment. Da. Da war es von der Ausrichtung her eigentlich wirklich perfekt und mit der aufgehenden Sonne und der Farbe dann im Hintergrund war das wirklich cool. Und ich hoffe jetzt und warte, wie gesagt, ich packe jetzt gleich das Teleobjektiv drauf. Und hier hinten dran wird das Licht jetzt gerade richtig, richtig cool, wenn die Sonne anfängt, in die vorderen Bäume auch reinzuscheinen. Also, ich glaube, boah, ist das Flugzeug laut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gelungener und geiler Morgen auf jeden Fall. Krasse Bedingungen. Hab noch nie so wirklich dampfende Seen fotografiert, aber ich weiß, dass ich es jetzt immer wieder machen will, auf jeden Fall. Es ist echt krass. Thank you.
lasst es mich an dieser Stelle in den Kommentaren gerne mal wissen, welche Lichtstimmung mit dem Boot euch am besten gefällt. Welches Bild mit Boot. Natürlich würde mich generell interessieren, welches Bild euch sehr gut gefällt, aber ganz speziell die Komposition mit dem Boot. Einmal das Bild der eher düsteren Stimmung noch vor Sonnenaufgang, wo die Blautöne noch sehr, sehr deutlich rüberkamen. Oder der Moment, als die Sonne gerade so angefangen hat, in die Baumkronen hineinzuscheinen und gerade ihr erstes Licht quasi auch auf den Betrachter draufgeworfen hat. Oder am Ende dann das Bild, wo die Sonne schon komplett über den Bäumen drüber gewandert ist und auch für den Betrachter dann komplett aufgegangen war und eben auch ihr Licht dann komplett bis in den Vordergrund geworfen hat. Gut, am See war es auf jeden Fall sehr, sehr cool, habt ihr ja gesehen gerade. Und danach wurde es irgendwie hektisch, weil die Sonne war dann am See zu hoch und dann ist das Licht auch zu hart geworden, gerade auch mit der Spiegelung im Wasser, das kommt dann meistens nicht so gut. Und Guido ist vorhin schon mal vorgegangen zu der Wiese, von der ich euch erzählt habe. Die habt ihr ja auch gerade kurz gesehen. Zu der bin ich dann auch hin und da war dann wirklich auch noch kurzzeitig das Licht, also die Sonne mal so geil, hat die reingeschienen. Boah, komplett verwirrender Satz, aber ihr wisst, was ich meine, dass halt diese schönen Sonnenstrahlen im Nebel es dann gab. Boah, ist ja laut. Aber ja, ich konnte halt wenig B-Roll filmen, weil das halt echt nur ein ganz kurzer Moment war. Und ich bin da halt wieder hin und her gerannt, wie so ein kopfloses Huhn irgendwie, um noch ein halbwegs gutes Motiv zu finden. Ich glaube aber, meine Lieblingsbilder heute sind auf jeden Fall hier vom See und an dem stehen wir jetzt auch gerade noch. Der dampft immer noch ein bisschen. Ich habe da hinten auch einen Schwan entdeckt, aber der, ja, der gammelt irgendwie im Schatten rum. Der will nicht raus in die Sonne kommen. Aber ja, wir genießen jetzt hier noch ein paar Minuten die Stimmung und dann geht es auch wieder nach Hause. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Video gefallen hat und welches Bild euch da am besten gefällt. Wird mich auf jeden Fall mal interessieren. Für mich war es ein sehr cooler Morgen und hoffe jetzt gerade im Herbst, dass auch noch ein paar weitere Folgen. Dann bedanke ich mich an der Stelle auch wieder fürs Einschalten bei euch und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ja, abonniert den Kanal auf jeden Fall. Dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.